hallo, guten Morgen. Und zwar geht's heute los zur Girls on Road Tour. Und es wird eine reine Mädelsausfahrt. Ich habe hier auch meine Beifahrerin, Yay! Die liebe Julia. Wir sind jetzt hier in Feuchte am ersten Treffpunkt mit der Lisa Jasmin. Und jetzt fahren wir weiter zum zweiten Treffpunkt, nämlich nach München. Und da kommen noch mehr Girls dazu und dann geht's los Richtung Österreich. Seid gespannt. Jetzt haben wir noch zwei Mädels mehr dabei. Zwar immer noch nicht alle, aber schauen wir mal, wie viele wir noch aufgabeln. Und wir passieren gerade München und bewegen uns weiter in Richtung Österreich. Und das Wetter meint es auch gut mit uns. Also der Regen hat aufgehört, es ist ein bisschen heller und freundlicher geworden. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es das Wetter weiterhin so gut mit uns meint. Die liebe ich, Tina, die fährt jetzt auch gerade hinter uns. Wir sind jetzt auch schon in Österreich, haben uns gestärkt und haben vollgetankt. Jetzt kann es losgehen. Wir fahren jetzt noch ein bisschen Landstraße und dann geht es über den Brenner. Wir freuen uns. Wetter haben wir immer noch Glück, ist echt noch schön, freundlich auch und trocken. Das ist das Wichtigste. Ich halte euch auf dem Laufenden. Schönen guten Morgen. Wir haben jetzt Tag 2 der Girls Tour. Es ist Samstag 10 Uhr und wir starten jetzt los zum ersten Pass. Ja, leider regnet es jetzt ein bisschen, aber wir sind gute Dinge, dass es dort dann richtig cool ist. Gestern konnten wir zusammen mit allen Mädels Abendessen und alle kennenlernen. Es war echt sehr, sehr cool organisiert. Das Hotel war voll schön, wir konnten gut essen und ja, hatten eine Menge Gaudi und es geht jetzt gleich los. Thank you.
schneller als gedacht. Wahnsinn. Und ja, wir haben eine kurvenreiche Strecke vor uns und ich freue mich sehr. Es ist ein bisschen nass und feucht, aber naja, ist eigentlich nicht so verkehrt für die Reifen. Bisschen schonend. Jo, freust du dich, Julia? Ja! Yeah. Hui! Cool! Am Jaufenpass angekommen. Es waren noch nicht alle Mädels, aber schon mal den größten Teil der Gruppe. Und es hat so Spaß gemacht, hier hochzufahren. Und wie man sieht, haben wir auch echt, Gott sei Dank, gutes Wetter. Gott sei Dank, so schön, Sonne, kein Regen. Es hat ein bisschen geschneit noch auf dem Herweg. Wir haben 3 Grad, aber man kann es gut aushalten. Und ja, wir freuen uns jetzt auf den weiteren Verlauf des Tages. Wir werden jetzt hier gerade in die Tiefgarage vom Strobelhof eingewiesen. Wir sind gespannt, ob wir da alle Platz finden. Ja, wir halten hier auf jeden Fall alles auf. Es gibt mega Stau. Es sind 2 vom Hotel hier, die uns da den Weg weisen. Aber ich denke, das wird ganz passend. Julia, oder? Ja, schick. Sehr schön. Der Balkon ist geil. Mit voll. Auf den Pool. Yes. Nee, stopp. So? Ja. Das ist ja voll schön. Geil. Oh, mit Wasserrutsche. Lisa, das habt ihr gut ausgesucht. Ja, das ist voll schön. Wann machen wir die nächste Girls Tour? Ja, müssen wir uns gleich merken. Da oben gibt es auch irgendwas. Oh, oh. Schön. Wir filmen die Menschen auch im Pool. Da werden sich die anderen Mädels, denke ich, hoffentlich auch freuen. Mega! Wahnsinn! Das ist toll. Ja, schön. Sehr schön. Alles richtig gemacht. Ja. Ja, mega hier. Ha? Julia, schau mal. Ja. Yeah. Ey, sogar mit Rutsche. Das will ich sehen, wenn du rutscht. Nach dem heutigen Tag brauche ich keine Rutsche mehr. War es actionreich, Julia? Sehr actionreich. Für Anfänger zu viel. Nein, war echt cool. Das freut mich. Fährst du weiterhin mit mir mit? Ja, war ein tolles Erlebnis. Hey, wer das rotes Licht hat, mich gewundert.
zu Tag 3. Es ist Sonntag, wir haben jetzt gleich 10 Uhr und es geht dann los zu unserem letzten Pass für die Tour, zum Reschenpass. Das ist der Kirchturm im Wasser. Vielleicht fällt es dann jemanden noch ein, der das schon mal gesehen hat. Und ja, wir freuen uns. Das wird jetzt eine 2 Stunden Ausfahrt. Wir haben gut gefrühstückt. Es kann losgehen. Bleibt dran. Schon zum Reschenpass. Wir haben die schöne italienische Landschaft anschauen können, ganz viele Weinberge. Also wirklich wunderschön hier alles anzuschauen. Sind durch Meran durchgefahren. Ja, das Wetter ist auch noch auf unserer Seite. Wir haben blauen Himmel, ein paar schöne weiße Wölkchen und 18 Grad sogar. Also echt cool. Jetzt fahren wir da gerade in den Tunnel rein. Da wird es jetzt ein wenig finster und auch irgendwie Stau. Aber ja, alles gut bei uns und dann geht es weiter mit dem Reschenpass gleich. Spaß haben. Genau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.